Hallo, meine Reagenzglasbeobachtenden, Puppenfinder und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Rückchen hier bei Stardew Valley. Und wieder mal viel zu spät mit der Aufnahme, weil ich in letzter Zeit etwas neben der Spur bin, aber ne. Haben wir auch viele solche Probleme. Morgen ist es klar und sonnig und heute ist unser Glück. Extra Glück. Ja, Mensch, meine Freunde, wenn es extra Glück ist, das ist da. Sogar nochmal extra Glück, dass wir nochmal zusammenkommen. Und was haben wir hier dann schon in unserem Briefkasten? Ich sammle Daten zur Korrelation zwischen Erdbohnen, Alkalinität und Nutzpflanzen, Fruktosenwerte. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich dir sehr dankbar. Na klar, wir haben sogar noch ein bisschen was da. Dann können wir dir natürlich eine vorbeibringen. Wird erledigt, sobald ich hier fertig bin. Genau, deswegen war das gerade so stark. Ja. So, genau. Ich musste die ja immer hier extra machen und dann so. Ach, Mann. Oh, ich ärgere mich so gerade. Ich hatte letztens gelesen, also ich habe ja mir auf Netflix immer gerne Altered Carbon angeguckt, das Unsterblichkeitsprogramm. Fand ich... Warum? Ah, da ist schon wieder was eingeschlagen. Ach, Manno. Und jetzt habe ich erfahren, dass sie die Staffeln wieder mal eingestellt haben. Ich bin ziemlich missmutig darüber, weil mich sowas nervt. Denn ich fand's cool. Ich fand's eigentlich cool und es ist schade, dass wir damit jetzt abgebrochen haben. Aber gut, man kann ja nichts machen. Das ist in dem Sinne so. Ich habe hier Tomatoes. So, jetzt haben wir 10. Da behalten wir 20. Den Rest, den packen wir weg. Das packe ich mir hier noch rein und das Rest, den verkaufen wir. Ich muss aber gucken, wir haben heute Fischen. Warte mal, Gotteslachs. Dreimal braucht er den. Habe ich den jetzt dreimal, wenn ich lasse ich das ablaufen? Ja, also wunderbar. Wir haben den da. Dann können wir heute noch Gotteslachs abgeben. Demetrius eine Melone bringen. Aber Penny, glaube ich, kann ich noch keine Melone geben, ne? Ne. Penny muss noch warten. So, was machen wir? Blaubeere rein, Tomate, Tomato. Ich habe übrigens gelesen, der neue Patch, der wird super interessant, der 1.6er. Ich bin sowieso überrascht, dass der nochmal weiter patcht, weil er eigentlich ja gesagt hatte, dass er nicht mehr patcht, sondern dass er jetzt sich um das nächste Spiel kümmert. was ich auf jeden Fall auch dann anspielen werde, sobald es dann rauskommt. Denn ich bin sehr großer Stardew Valley Fan. Ich habe, wie gesagt, ja lange noch vorher gespielt, um mich mit euch das jetzt Ganze nochmal zu entdecken und werde dann auch dieses Haunted Chocolate spielen. Ich habe jetzt den ganzen Namen nicht genau wiedergegeben, weil es total schlecht vorbereitet. Manchmal ist nur die Steuerung noch immer ein bisschen fatalissimus. Ich müsste eigentlich, glaube ich, mal auf den Controller gehen, aber ich habe jetzt gerade nicht irgendwas mit Controller da, deswegen ist das so... Ja, ich weiß nicht. Egal. Egal. Ja, jedenfalls... liest sich das super interessant, auch 1.6 Doll sehe ich jetzt mehr, also man kann ja hier die ganzen Sachen immer weiter verarbeiten. Ne, man kann das ja weiter verarbeiten und das bringt dann einen nochmal einen extremen Bonus an Geld. Ich glaube mal 3, 4, 5 oder 6 war der Wert dann gewesen. 3, 4, 5 oder 6, ich weiß es einfach nicht, aber der Wert hat sich schon um einiges erhöht. Und, oh Leute, ich habe kurz einen Anruf und bin gleich wieder da. So, dann machen wir mal jetzt weiter. Ich muss aber, glaube ich, erstmal meine Kanne nachfüllen, wenn die ist gerade leer. Und das ist voll doof. Also wir müssen dann auch gucken, dass wir bald die Blitzableiter dann bauen können. Und dann müssen wir das mit dem Plan. Übrigens, danke für den Tipp mit dem Kaufen der Erze im ersten Jahr, weil die günstiger sind. Aber eigentlich hatten wir es damals, hatte ich das so gut geschafft auch, dass wir das immer durch die Minen dann gemacht haben. Meistens konnte man im Herbst dann wieder gut farmen, weil man dann öfters in die Mine konnte. Und dann ging das eigentlich recht gut und zügig voran, fand ich. Weil ich würde das gern wirklich so handhaben. Ich bin da so geizig, wisst ihr? Ich bin da sehr geizig in der Sache. Da will ich das nicht ausgeben. Dann will ich das schon nutzen. Und wenn wir auch nochmal die Preise werden damit reinmachen, die ja auch ungefähr wie hier sind, dann gibt es auch gut Geld. Aber ich weiß nicht mehr genau, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube sogar... Die Preiselbeeren, glaube ich, waren günstiger. Also die haben weniger eingebracht als die Blaubeeren, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich kann mich aber auch irren, ne? Also das ist auch immer eine Sache. Das ist nicht, dass ich das noch im richtigen Kopf habe, weil ich da auf die Werte damals noch nicht ganz so geachtet habe.
gibt auch Zeiten, wo ich einfach nur spiele und nicht auf alles achte und nicht alles in den Kopf einsauge und so weiter und so fort. ach ja, so, dann jetzt nochmal hier noch. Aber kann ich den jetzt hier eigentlich mit der... Nee, ich glaube, der war erst ab Eisen zerstörbar, ne? Ich glaube, der war erst mit Eisen zerstörbar. Nein. Genau. Ach, ach, jetzt haut der mir da aufs... Lulu. So, dann holen wir nochmal den nach. Ach Mist, das war jetzt doof. Wir gießen jetzt nochmal das ein für unseren Fluffy Fluffy. Ja, Schock, ich weiß, du hast es gesehen. Du hast nachgegossen. Super, gleich ausschlüpfen. So, also, wir brauchen dreimal Gotteslachs. Gotteslachs war für wen eigentlich? Nein, hör auf jetzt die Sache. Ich glaube, noch fischen war... Willy. Ja, Willy, Willy, Willy. Wir müssen einmal Willy, wir müssen einmal... Einmal brauche ich den und einmal brauche ich den. Aber das ist ja dann Gotteslachs dreimal wird, finde ich auch schon. So, wie sieht denn hier aus? Dann machen wir mal, das brauche ich, Lack, Lack. So, dann könnten wir den verfeinerten Quarz schon mal reinmachen, dann haben wir schon vier. Je mehr Sprinkler wir dann sozusagen noch vorbereiten können, desto besser ist das Ganze. Aber müsst ihr jetzt nicht eigentlich bald die Bombe anfangen? Ich hatte gedacht, dass jetzt die Brombeerzeit so langsam losgeht. Oder sind es die letzten Tage wieder? Das ist halt dann immer die Frage. Jetzt oder dann später? Naja. Na gut, die Sache ist die, halt am Anfang dauert es immer lange. Was man überlegen könnte, wäre mit Cut bla bla bla, aber da ist bei mir halt falsch. Also das wird bei mir nicht so einfach klappen mit dem Cut. So, die nächsten zwei Tage ist auch gar nichts. Kupfererz, 25. Haben wir da... Haben wir noch nicht umgearbeitet. Sehr gut. Können wir ja dann nochmal machen. So, warte mal. Wir brauchen jetzt erstmal... Erstmal muss ich mir Willy suchen. Willy ist jetzt am wichtigsten, weil der als erstes weg. Der Kupfererz können wir am nächsten Tag machen. Dann können wir den auch nochmal... ist ja süß. Ist ja schön, wenn wir einfach nur so... Ah, hallo Frank. Schöner Tag, nicht? Joa, eigentlich schon. Ich passe mal ein Video mit meinem kleinen Bruder auf. Es ist gut, dass er an so einem Tag ein wenig an die frische Luft kommt. Das ist lieb, Sam. Das finde ich schön, dass du sowas machst. Unser Vater hat uns an sonnigen Tagen immer zum Strand mitgenommen. Was ist los? Sam? Kommt Papa je wieder zurück? Natürlich, Vince. Papa kommt zurück, sobald er kann. Aber ich habe ein paar Erwachsene sagen hören, dass... dass alle unsere Truppen niedergeschossen wurden. Glaube nicht alles, was du hörst. Hast du schon vergessen, wie stark Papa ist? Er würde sich niemals von einem dieser Gotoro-Handlanger erwischen lassen. Mach dir keine Sorgen. Und vergiss nicht, dass Mama und ich hier sind und mit dir spielen, wenn du dich einsam fühlst. Okay. Ich gehe weiter meine Sandburg bauen. Danke. Ich muss sagen, Sam, du kümmerst dich hier. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob unser Alter je zurückkommen wird. Wir haben die Berichte gelesen, unsere Soldaten fallen zu Tausenden. Aber was soll ich Vincent sagen? Du hast das Richtige getan. Kinder sollten Hoffnung haben. Ja, Kinder sollten spielen und Spaß haben, solange sie die Möglichkeit dazu haben. Genau. Hey, ich habe dir schon erzählt, dass die Band langsam gestartet, ne? Ja, es scheint, dass Abigail ziemlich gut am Schlagzeug ist. Und Sebastian will sie wohl wirklich in der Band haben. Naja, die beiden hatten auch sehr gut. Aber er war, glaube ich, mein Konkurrent bei Penny. Hi, Haley. Oh, da sitzt sie schon wieder weg. Ah, finde ich gut, dass er dem nicht die Wahrheit damit erzählt. Wahrheit, ja. Kinder sollten nicht überall die Wahrheit wissen. Das ist immer das Beste, dass sie wirklich... Hey! Komm rein, führe dich wie zu Hause! Hey, das ist gutes Zeug da. Die Fische sind verrückt danach. Ja, hatte doch auf Hände gut zu waschen, nachdem du sie in die Säfte getaucht hast. Es bekommt ein deutscher Deflorum, bis zu 7 Wochen an, Herr Bursche.
Also, hast du viele Fische gefangen? Oh ja, so ein bisschen. Ja. Ein Mann nach meinem Herzen. Yay. Eine Fische kann man immer vertrauen. Das hat zumindest mein alter Papi immer gesagt. Nun weiter so, wenn du jeden Fisch in diesem Gewässer fangen kannst, wartet ein Sonderpreis auf dich. Alles okay? Nein, nur das Geschäft war in letzter Zeit hart. Alles begann etwa zur gleichen Zeit, als das alte Gemeindezentrum in Schutt und Asche fiel. Meine Fische verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie früher. Ich arbeite doppelt so viel, nur um über die Runden zu kommen. Oh, das ist immer schwierig, ja. Keine Zeit für eigene Projekte. Aber wenn es hier wieder aufwärts geht, habe ich vielleicht die Zeit, dir etwas zu zeigen. Yep, sie ist dort hinten, ein alter Freund, der schon bessere Tage gesehen hat. Hä? Eines Tages, Bursche, wirst du sehen, was ich meine. Okay, danke, Willi. Willi? 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 Willi, wo bist du? Führt zu einem kleinen Schlafkammer, betreten verboten. Es ist verschlossen. Oh, Willi, wo bist denn du schon wieder? Es ist 14 Uhr, meine Freunde. Wo ist denn Willi? Angelt der vielleicht da hinten ein bisschen auf dem Steg oder sowas? Entschuldigung, mein Husten ist derzeit wieder gerade. Es ist wieder einiges los. Stress ohne Ende und da fängt das schon wieder an. Aber dadurch versuche ich mich jetzt hier mit ein bisschen zu entspannen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, derzeit ist es wirklich sehr schwer. Sehr schwierig, ganz ehrlich. Da bin ich immer so ein bisschen zufrieden. Eigentlich bin ich derzeit zufrieden, irgendwie ins Bett dann abends zu kommen, auch wenn ich irgendwie zu spät bin. Morgens zu früh raus irgendwie. Und der Schlaf immer zu wenig. Und da dann irgendwie auf dem Stuhl dann, wenn ich dann so ein bisschen Videos cutte mal oder mir dann doch mal eine Serie mache. Ich mag irgendwie kein Fernsehen so richtig, sondern ich gucke gerne, da bist du! Ich gucke immer gerne auf dem Laptop dann so, mach mir einen zweiten Bildschirm an und dann geht's los. Ein Geschenk, danke! Was? Nein. Was? Aber ich habe doch dreimal Gotteslachs. Was ist denn das jetzt? Ach so. Okay, ich hab's nicht geschafft, weil... Ja, genau. Ach, Mann. Ich muss den dreimal fangen. Also, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne, meine Freunde, na gut, dann ist das halt. Aber ich will ihm Gotteslachs geschenkt und dann ist alles schick. Ich hab Blödkopf. Jetzt ist auch eh schon zu spät. Ja, suchen wir mal Demetrius, dass er seine Melone bekommt. Warum ist die Melone eigentlich rosa? Ist das eine rosa Melone? Ich bin jetzt gerade mal so, ich kenne die rosa Melone eigentlich nicht. Na egal. So, Demetrius. Ah, machst du einen netten Spaziergang? Ja, so ein bisschen. Ich suche deinen Männel. Ihr wollt was? Aber ich finde das nicht. Wo ist denn der schon wieder hin, Mann? Jeder ist woanders. Aber niemand ist da, wo er sein soll. Hi, Abigail. Maru? Sag mal, was macht denn hier? Damentreffen am See? Bin gern mit dabei. Einfach nur zum Angeln. Sag mal, weißt du, wo dein Dad ist? Hey, hast du irgendwelche interessanten Hofgeschichten, die du mir erzählen kannst? Eigentlich nicht so. Ich freue mich schon auf den Herbst, die kühle Bergbrise, das rote Laub im Wind, den Geruch von Pilzen. Ja, und dann auch immer früh dunkel und kalt und windig und Regen. Na gut, wir können zumindest öfters in die Mine gehen, aber wo ist denn der Demetrius hin? Ist er hier unten? Ich weiß, ob sie nur hängt er dann da oben drin. Das Schöne ist, dass wir jetzt ein bisschen was an Zeit hatten, um hier ein bisschen was zu entdecken. So, ne? Also, da ist er. Demetrius, ich habe hier was. Ah, perfekt, genau, was ich für meine Forschung benötige. Es wird mir schwer fallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. So, und das heißt, wir kriegen jetzt 550G. Das hier haben wir ja, die 25 Kupfer Erz gesammelt. Oder heißt es, warte mal, jetzt ist es aber auch wieder die Frage, warte mal, jetzt ist, muss ich die jetzt sammeln oder reicht es, wenn ich sie aus der Truhe ziehe? Weil wenn nicht, dann müssen wir doch nochmal los. Ich glaube, damals war das gar nicht so. Da könnte ich mich jetzt wirklich ein bisschen täuschen, aber ich glaube, damals war das nicht so, dass die nachgesammelt waren,
Sondern das war, wenn du sie besessen hast. Ich sammle sie aus meiner Truhe in meine Tasche. Nehme ich mal float in meiner Tasche wandern. So. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Weil dann wird das nämlich auch klären mit dem Einsammeln. Ja, also warte mal, wir machen das jetzt mal so. Ich nehme jetzt mal den. Und dann mache ich das. Sammeln. Nein, es ist wirklich das. Ach du Heilige. Wir haben es jetzt 18.30 Uhr. Ich meinte, wir könnten noch eine Runde. Ja, komm, wir machen noch eine Runde, oder? Wir haben ein bisschen Energie. Ich würde sagen, wir gehen einfach dahin. Einfach dahin, nehmen wir jetzt hier und sammeln ein paar Kühlpferde. Ich glaube, ab 15 so runter gehen wir dann und dann war's das schön. Der Beste schön. Ich werde demnächst auf jeden Fall ein bisschen die Folgenanzahl, ach nicht die Folgenanzahl, sondern die Videos ein bisschen runterschrauben. Also ich bin jetzt derzeit bei 3 Uploads am Tag. Ich werde dann erstmal auf 2 runterschrauben, weil aber auch der dritte Slot jetzt mit Shadow Gambit. Und dann wird es ja später noch ein bisschen was anderes dann geben. Und da muss ich leider sagen, das schaffe ich von der Anzahl einfach nicht. Weswegen ich das ganze Ding dann runterschraube. Oh, das ist ja. Das ist einfach so, die Anzahl, ich schaffe es von dem Volumen einfach nicht mehr. Derzeit durch den Stress und Kuka geben. Und aber auch, nicht nur deswegen, sondern ich möchte auch jetzt erstmal auf, bei dem, ist ja so mein genannter, wie kann man das nennen? Das ist ja so ein bisschen so RPG-Taktik und sowas. Alles ist ja so mein Slot dafür, den ich gerne dafür nutze. Dafür. Und da habe ich ja Wartails drauf gehabt. Da fehlt es noch. Jetzt Shadow Gambit und bei beiden soll noch ein DSC kommen. Und tschüss. Vergiss es. Not mit mir. Not mit mir. Oh ja. Und da haben wir sogar das schon. Wir könnten sogar heute das schon fertig kriegen, meine Freunde. Ja, wir kriegen das heute fertig. Oh, bin ich stolz auf uns. Sehr gut. Ich bin stolz auf uns. Wir haben es geschafft. So, wir haben das jetzt hier. Sammeln. Und da können wir 280G absammeln. Und dann sind wir sogar fertig. Ja, komm, wir gehen kurz runter. Und dann gehen wir Mine verlassen. Können wir morgen bei Clint dann abgeben, ohne Probleme. Und so muss ich das dann auch mit dem Fischen machen. Dass ich dann lese, okay, er will, dass wir es sammeln, also fangen. Und dann können wir es ihm zeigen, sozusagen. Judy, 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 Judy. Meint er, der wird. Warte mal. Das wäre eigentlich ideal, wenn der noch in der Kneipe ist. Cool, die beobachtet da das Dings. Finde ich gut. Finde ich gut, aber wir gehen jetzt zur Kneipe. Oh Mann, das ist sehr Nervosität und dann mit diesem Husten, das geht mir so auf den Keks. Es tut mir auch so leid, dass ich da mal wieder so ein bisschen dazwischen huste heute. Das ist wirklich einfach zu heftig geworden, aber der Stress ist ein bisschen too much. Aber na gut, das kriegen wir schon hin. Oh, guck mal, der ist sogar noch da, dann kriegen wir das sogar heute noch hin. Ey, guck mal hier. Boah, du hast die Herz gebracht, die ich haben wollte. Großartig. Ah, ich mag es, die örtlichen hin und wieder zu überprüfen. Bla 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 bla. Ich verstehe. Okay, danke. Hier hast du Qualität und hier deine Bezahlung. Sehr schön. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. Und dann kriegen wir nämlich nochmal 280G rein. Das ist jetzt nichts, leider. Leider, leider. Aber jetzt haben wir genügend Kupfer, die wir jetzt auch die ganze Zeit einbörnen können. Ich habe damals auch so gemacht. Warte mal, wie war denn das? Ich glaube, ich habe ganz viel so eine ganz viele Schmelzen gemacht. Und dann haben wir da ganz gut eigentlich dann immer alles eingeschmolzen. Dann hat es immer Baren, 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 Baren. Und ich glaube, ich hatte 6 bis 10. Irgendwie war das so. Zwischen 6 bis 10 hatten wir gehabt und fand ich cool. So, die packe ich noch da rein und wir sind sogar fertig für heute. Heute machen wir ein bisschen früher hier. Wir sind schon gut durchgekommen. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Nein, lass mal bitte an. Ich mag diesen Schein davon. Ich mag das irgendwie sehr mit diesem. Du Schock, ich schlaf gut. Wir sehen uns morgen wieder. Hofarbeit, Level Up. Neues Herstellungsrezept, Ölpresse, Rezeptfass. Wir können Bier brauen, meine Freunde. Und Luxus. Geschwindigkeitswachs? Okay. Qualitätswachs ist auch cool. Also du kannst auch nochmal Qualität machen. Dann hast du öfters das Gold rausbekommen.
9-3. Wir sind jetzt auch über 40.000 drüber, ne? Also wir sind schon über die 40.000. Neuer Erfolg, Monokultur. Was ist denn das? Sammlung? Monokultur? Verschicke 300 Stück von einer Nutzpflanze. Ah ja, gut. Das ist jetzt ein bisschen leichter als gedacht. So, Wetterbericht. Willkommen und morgen ganz klar sonnig. Königin der Soße. Grüße, ich bin es, die Königin der Soße. Ich stelle euch die köstlichen Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Maki-Rolle. Der zarte Geschmack des Ozeans, eingehüllt in einer weichen Wolke aus Reis. Vielleicht ein wenig Wasabi für die Abenteuerlichen. Das Wasser läuft schon in meinem Mund zusammen. Oh, wie ich Sushi liebe. Du weißt bereits, wer Maki-Rollen macht. Ja, das Rezept haben wir uns gekauft. Das Rezept haben wir uns gekauft. Das wollen wir da so machen. Mal ein bisschen. Da haben wir noch ein paar Pfeffer da uns. Und da haben wir sogar. Ah, okay, okay. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du Interesse an meiner Arbeit zeigst. Hier ist ein Rezept, das mir gefällt. Gebratene Pilze. Oh, weia. Gebratene Pilze. Hier, apropos, danke für den Tipp mit den Pilzen wieder. Wir müssen Pilze wieder sammeln. Sollten wir heute noch machen. Das machen wir dann auch. Das machen wir dann auch. So. Ach ja. Einfach nur pure Entspannung hier, Blümchen gießen. Da gucken wir mal, ob wir vielleicht schon mal eine Aufgabe bekommen. Das wäre immer was Gutes, wenn wir nochmal eine Aufgabe hätten. Dann könnten wir versuchen, dass wir die kriegen. Wenn nochmal Fische sammeln, als Fische sammeln. Wenn nicht, naja. Das meiste haben wir da. Genau, Gold kaufen. Meinte, das wollte ich zwar machen, aber ich weiß nicht, ich bin immer noch irgendwie eher dann. Scheinbar so her. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten zwar schon die nächste Sprinkleranlage machen und wir könnten eigentlich mit dem Gold dann auch schon einiges erledigen. Aber ich würde schon gerne, weil du brauchst ja immer 5 pro. Ne? Wir brauchen immer 5 pro Waren. Und wir können sogar nochmal den machen. Und dann holen wir jetzt neues Wasser. Dann gießen wir das hier auch einmal. Aber den mache ich nicht nochmal, glaube ich. Ich lasse danach das Feld ja auch ein bisschen raus, dass wir uns ein bisschen auch anderen Sachen widmen. Dann wir die auch nochmal. Das ist immer schön, das sparen wir uns nämlich sowieso, weil wir eh noch gerade hier unten sind, dann können wir uns das Ding danach sparen. Passt das auch schon. Lulu. Wisst ihr, wenn es klappt, ist es eigentlich auch gut, weil dann hast du den nämlich schon fertig, dann kannst du wirklich hier an der Seite anfangen. Wir müssen, bevor wir hier gießen, noch die nochmal ernten, glaube ich. Oh, ich liebe das. So viel Fröhlichkeit. Werde ich auch gut gebrauchen derzeit. Weil bei mir alles eher unfröhlich ist, muss ich sagen. Und, oh, schon wieder was. Sommerschmuck und Sonnenblume. Ja? Das finde ich gut, weil ich glaube, das sind auch nochmal Sachen, die wir, die wir für unseren Center brauchen. Also für unser Gemeinschaftszentrum. Ich weiß auch nicht, warum mir in letzter Zeit immer die englischen Begriffe einfallen, obwohl ich eigentlich nicht so der Englisch-Typ bin. Also ich bin ja wirklich eher, ich habe es ein bisschen schwierig mit Fremdsprachen. Irgendwie damals ging es ganz gut und irgendwie hat es bei mir dann einfach nachgelassen. Ich glaube aber auch, weil ich das Interesse verlor damals. Ich weiß nicht mal, warum das so war. Ich irgendwie durch irgendwas verlor ich das Interesse an der Fremdsprachen und dann habe ich es auch nie wieder herstellen können. Nie wieder. Leider. So, dann haben wir auch alles gegossen. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem kleinen hübschen Schocklibert einjüsen. Eigentlich müssten wir ja dann doch schon wieder in die Mine heute gehen. Ich glaube, wir sollten das auch machen, dass wir die Minen besuchen. Und wir einfach nochmal ein bisschen runtergehen, gucken, ob wir noch Eisen finden. Wir geben uns einfach nochmal kurz in Spa ein bisschen legen. Ich die Tage übrigens auch mal. Ich werde dann schön die Tage war nicht Sonnenblumen auch gewesen? Egal. Für die Tage auf jeden Fall mal schön, jetzt nicht unbedingt, mehr doch in eine Therme gehen. Doch, ja, ist einfach so. Therme. Therme, Therme, Therme. Mais ist noch wichtig. Sonnenblumen nicht. Ich glaube, es ist jetzt auch nur noch der Mais, der offen ist, ne, oder? Speisekammer, Herbst. Gartenkultur.
Nee, hier ist jetzt auch nichts mehr weiter. Hä? Wenn man, er will irgendwo noch Mais haben. Hier bestimmt nicht. Heizraum, geologisch Schmied, Abenteurer. Nee, das ist auch nicht. Hä? Tresor ist eine Bünde. Schwarzes, bereit Hausmannskost. Ich muss Weizenmehl, Milch und Eier. Die kriege ich dann schon. Sammler ist das. Na, die Wildflommen kriegen wir noch. Und Brombeere dachte ich, dass wir die vielleicht irgendwie schaffen. Aber irgendwie Feldforschung habe ich auch noch nichts weiter. Lila, dann habe ich noch nicht. Futter ist es jetzt auch nicht. Hä, wo ist... Der zeigt mir Mais an, ja. Aber ich finde nichts, was Richtung Mais geht. Muss ich jetzt ganz ehrlich... Hier können wir... Achso, ich habe schon eine Sonnenblume. Shit. Das ist jetzt komisch. Also ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, warum der mir das anzeigt. Egal. So, wir gehen erstmal mal in die Stadt. Von der Stadt dann nach oben hin. Hatte ich eingegossen. Schack, können wir später dann nochmal streichen und dann passt das. Bin wirklich gespannt. Es sei denn, wir haben jetzt Brombeerzeit. Wenn wir jetzt die Brombeerzeit haben, irgendwie nicht. Steht es gar nicht. Ich dachte, es ist Brombeerzeit. Oder gibt es die Brombeeren? Nee, ich glaube nicht. Ja, Brombeeren gab es überall. Das müsste ich mir jetzt echt mal angucken. Nee, aber ich glaube, das hier ist dann das Brombeeren nachher ist. Ich könnte nochmal zwei holen, aber das lasse ich mal so. Was haben wir denn heute für eine Mission? Sardine, dreimal fängt. Warte mal, Sardinen. Sardinen. Das ist immer wieder typisch, wenn ich nicht weiß, wo. Genau. Machen wir das so. Ihr schreibt mir das rein. Ich nehme nicht die Folge vorher auf, bis ihr mir sagt, wo ich die Sardinen bekomme. Dann angeln wir morgen Sardinen. Morgen angeln wir Sardinen. Mit eurer Hilfe weiß ich, denn ich glaube, das war im Meer gewesen. Ne? Sardinen konnte man gut im Meer fangen, wenn ich mir das noch so im Köpfle habe. Ich könnte mich jetzt aber auch da arg täuschen. Aber ich vermute, das war damals im Meer gewesen. Ich glaube, die kann es auch nur im Meer angeln. Ich glaube. Wissen ist was anderes, aber ich glaube, dass das so war. So. Musst ihr euch mal mit anstecken. Ich bin mal gespannt, bei wem das geklappt hat. So, jetzt gehen wir noch schön ins Bad und dann machen wir uns auf in die Mine und werden dort mal gucken, ob wir noch ein bisschen Eisen finden. Eisen wäre schon gut. So. Oh. So, ein bisschen entspannen, da kommt der Husten raus. Und oh, dann geht das Ganze auch ganz zügig und flockig locker zu. Ah, so. Ja, dann, meine Damen und Herren. Dann gehen wir los. Auf ins Minchen. Oh, schön, dass wir wieder zwei süße Geschichten haben. Ich weiß auch gar nicht, welchen von beiden ich jetzt Hauptding nehmen würde, weil ich finde beide super interessant. Wie ich die Sache mit dem Sam jetzt richtig gut fand. Die Sache mit Sam fand ich am besten irgendwie. Mal gucken, ob ich die nächsten Tage dann wieder ein bisschen ruhiger werde. Vielleicht kann ich das Ganze alles mal ein bisschen abschütteln. Das ist nur mal einfach gesagt, wird's getan. Ihr wisst ja selber, wenn es euch so ein bisschen trifft. Und das ist immer nicht so einfach. Ne? Egal was eigentlich. Egal was. Stimmt, ich war... Was ist das? Ah ja, das waren die Kohleviecher. Ich konnte Kohle droppen. Genau, siehst du, sie konnten Kohle droppen. Ah ja, jetzt hast du hier das Problem. Oh, sehr schön. Jetzt brauche ich aber Eisen. Ich mache doch die Sackkappe. Ne? Muss mal aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen. Boah.
Finde ich schon cool. Jetzt haben wir zumindest schon. Oh, eine gefrorene Ehe. Die brauchen wir sogar. Die brauchen wir sogar für das von Demetrius. Für Demetrius, genau. So. Oh, ich liebe das. Ah, schön. Diese Musik finde ich wieder ganz toll gemacht. Ich sag ja, das, also was der hier so auch zusammen komponiert hat, das finde ich so toll. Ich glaube, die gehen ja damit, wie gesagt, ich glaube, das hatten wir letzte Folge oder vorletzte Folge sogar schon gehabt. Ich glaube, die gehen ja damit auch auf Tournee und das finde ich voll toll, dass sie damit auch nochmal ein bisschen Möglichkeit haben. Und dass er das auch dann so ein bisschen zulässt, ist ja auch nicht immer so, glaube ich, dass sie das alles so zulassen einfach, dass er dann irgendwo hingehen und so. Ich bin nur ein Stück gelaufen. Wow, 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 wow. Und eine Kristallfrucht, die brauchen wir auch. Sehr gut. Meine Güte, das ist genau das alles, was wir brauchen. Nee, die brauchen wir jetzt nicht. Ich lasse mir jetzt auch mal da. Ich weiß, wir können die Dinger noch gebrauchen. Dann haben wir hier noch eine gefrorene Träne. Finde ich gut, dass wir jetzt gerade wirklich mal ein bisschen Glück haben. Und jetzt kommen wir sogar die nächste 5er-Ebene runter. Dadurch haben wir das nächste freigeschaltet. So, dann haben wir das. Kohle sollen wir damit auch. Ah, jetzt haben sie erhöht, die Drop-Chance mit der Kohle. Die war früher nicht so. Ja, warte mal, hier ging ja nicht gerade noch. War hier nicht gerade noch ein Eisen? Ich habe gerade Eis gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich nur Eisen gerade gesehen hatte. Immer gut, wenn wir übrigens per Monsterkill das bekommen, ne? Ist auch immer ganz gut. Und die blauen sind immer sehr langlebig, wir brauchen eigentlich wieder bessere Waffen. Ah, schön. So, hier ist ja gar kein Eisen. Wir können zwar zwei Barren machen, aber das reicht nicht. Zwei Barren reichen nicht, wir brauchen drei. So im Dreh muss es gehen. Ja, also das ist ganz natürlich, ganz normal, ja. Also nicht hier, Oh, oh. Wir müssen jetzt aber ein bisschen aufpassen, meine Freunde, denn vom Lebenspunktebalken her sieht das gerade nicht so drollig aus. Was ist das da? Ich glaube, war das ein Jade? Ne, Jade, doch, war Jade, habe ich doch recht gehabt. Aber wieder kein Eisen. Verdammt! Gut, wir haben ein Eisen mal so rausbekommen. Oh, da oben war Eisen. Das habe ich jetzt gesehen. Das habe ich gesehen. Das jetzt weg. Ich glaube, die können das nämlich auch verschwinden lassen. Platz. Kohle haben wir jetzt aber richtig gut, dass wir einiges dann drüber dann Kohle machen können. Also, ihr wisst, wie ich das meine. So, damit sind wir jetzt schon bei fast 4. Holla die Waldfee, meine Damen und Herren. Holla die Waldfee. Oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nämlich weil wir von den Lebenspunkten her nicht mehr ganz so gut dastehen. Was heißt denn dieses Ding? Heißt das jetzt, dass wir da in dem Moment mehr Glück haben auf den Treffer? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich muss sagen, ich habe das nie mit dem Verteidigen eigentlich gemacht. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das da auch gut Damage herausnimmt. Eigentlich könnte man ja blocken, ist immer ein Blocken parieren, das ist ja immer noch, dass du Schaden bekommst. Also, wenn du jetzt einen MMO-Gedanken gehst. Deswegen weiß ich jetzt immer nicht, wie das jetzt ist. Ich habe mir manchmal eingebildet, dass wenn du die Kristalle mit der Spitzhacke machst, dass du da dann nochmal was herausbekommst. Ich weiß es aber nicht mehr, ob das so stimmt oder ob das irgendwie nur eine Fantasie gibt. Ihr kennt es ja, ne? Wenn ihr Spiele spielt.
Omnigeo oder wenn du so Spiele spielst und dann irgendwann hast du dann mal teilweise so ein komm, gib mir die nächste. Mist. Gib mir die Treppe! Ja, schon wieder spät. Du musst echt immer aufpassen, weil wenn du hier down gehst, dann ist das alles, was wir hier gerade erfarmt haben, nämlich wieder für die Katz gewesen. Und nur eine verdammte Treppe. Na gut, ich glaube, ich muss leider doch wieder hoch. Wir haben es nur eine Stufe geschafft. Ich hätte gedacht, dass wir zwei schaffen. Aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen Pech, muss ich sagen. Ja, natürlich geht es jetzt hier runter. Ja, okay. Gut, es wird spät, meine Freunde. Wir haben nur noch 2 Stunden, um ins Bett zu kommen. Und deswegen machen wir jetzt uns lieber schnell los. Und ich würde auch sagen, wir gehen direkt nämlich gleich ins Bett. Weil das ist immer ziemlich knapp, die Geschichte von hier nach unten. Das sind ja immer fast 2 Stunden, die wir brauchen. Und das ist doof. Das ist ganz doof. Ich glaube, später konntest du die Totems noch nutzen. Das gab es ja auch noch, diese Totems, die siehst du da. Können wir später auch nochmal nutzen. Aber ich weiß nicht mal, wie man die freigeschaltet hatte. Aber irgendwie ging das. Und das machen wir dann auch noch. Guck mal, wir haben gut Ausbeute gehabt. Also ich finde, es war heute eine sehr produktive Runde. Wir haben eine Menge Geld gemacht. Wir haben jetzt eine Menge Eisen gesammelt, Kohle gesammelt. Also man kann sich nicht beschweren, wie es uns jetzt ergehe. Wir haben jetzt auch einiges, was wir dann noch hineinpacken. Vorne Geode und Co. Könnte man noch nutzen. Das geht nur rein, das rein, das rein, das rein. Ich muss ja nur noch gucken, was wir brauchen für unser Dings dann, ne? Aber das gucken wir dann. So, warte mal. Dann muss ich hier rein. Und dann haben wir nämlich noch die Kristallfrucht. So, warte mal. Das ist doch seltene Kulturpflanzen. Nee, da ist es jetzt nicht. Das ist jetzt auch nicht. Das sind ja die Nutzpflanzen, ne? Genau, das war jetzt irrelevant. Ich glaube... Winter, genau. Da haben wir die Kristallfrucht, die haben wir schon gefunden. Können wir die nämlich schon mal reingehen, haben wir wieder einen abgearbeitet. Und ich glaube, schwarzes Brett, Geologe. Sammler? Feldforschung, genau. Da haben wir die gefrorene Geode. Die kam damit hinein. Irgendwas war noch. Irgendwas, was ich jetzt gefunden habe. Marien, warte mal, war das im Heizraum? Schmied nicht. Abenteurer auch nicht. Da! Dann können wir die Gefrorene noch reinmachen. Dann fehlt nur noch der Feuerquad. Lorenreparatur. Dann geht es nämlich damit. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann habt ihr mir vielleicht ja beantwortet, wo ich die Sardinen bekomme. Ob ich recht habe, dass ich die im Meer fischen kann. Weil dann machen wir das auf jeden Fall am nächsten Tag. Und ich werde auch gucken, dass ich die erste Aufnahme mache, wenn ihr mir das gesagt habt. Wird eh sehr schwierig werden, weil ich am nächsten Tag, genau, ich bin eine Weile unterwegs und deswegen wird es nicht so einfach. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir das dann. Und ansonsten ist ja wieder neue Woche. Da können wir wieder unsere liebe Penny 2 Tage noch beschenken. Und vielleicht kriegen wir da ja auch dann die nächste Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.